Ein wunderschönes Hallöchen heute wieder bei Rund um Star Citizen mit eurem Faxi. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet heute bei Star Citizen mit eurem Faxi. Ein wunderschönes Hallöchen. Ich habe euch heute wieder ein paar Leaks mitgebracht. Wenn ihr nicht geleakt werden wollt, der macht jetzt bitte aus. Es geht tatsächlich so ein bisschen um Crusader natürlich, weil Crusader steht natürlich davor. Soll ja demnächst rauskommen, freue ich mich auch sehr darüber. Wir wollen uns da nochmal ein paar Eindrücke reinholen. Dann werden wir nochmal ein bisschen über die Taos reden. Über die Taos, da gibt es so ein bisschen schon ein paar Komponenten-Updates, in die wir uns auch gleich angucken können. Erstmal ein wunderschönes Hallöchen. Schön, dass ihr da seid, hier auf meinem Channel. Wenn euch das hier gefällt, was ich gemacht habe, gerne einen Daumen oben da lassen. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Und wenn ihr mal in der Live-Sendung vorbeischauen möchtet, da haben wir auch Q&A-Runden zu Star Citizen, könnt ihr auch gerne mal bei Twitch bei mir einschalten. Das verlinke ich alles unten in der Videobeschreibung. Bei Twitch TV Faxi könnt ihr mich erreichen, lieben. Let's go, würde ich mal so sagen. Fangen wir einfach mal direkt an. Gehen wir direkt rein. Hier haben wir auch schon direkt Crusader, wie wir es sehen. Wie gesagt, ich habe ein paar neue Eindrücke mitgebracht, ein paar Leaks. Wie gesagt, wenn ihr geleakt werden wollt, macht jetzt am besten aus, ihr Lieben. Sieht aber auf jeden Fall schon wieder grandios aus mit dem Space Wall, den wir hier haben. Denkt da dran. So ein Space Wall werden wir auch nachher später sehen können. Den werden wir auch erleben können. Nachher um Crusader, da werden nachher die Space Walls zu Hause sein. Diese Space Walls, die werden sich mal auf Gas, sage ich mal, Wolken antreffen. Da kann man sie ansiedeln. Oder zum Beispiel bei großen Gasriesen, wie zum Beispiel auch Crusader selber ist, kann man nachher auf diese Space Walls antreffen, ihr Lieben. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr beeindruckend aus. Finde ich schon mal sehr, sehr, sehr schick. Und so kann das nachher später aussehen, wenn wir zum Beispiel einen Sonnenaufgang haben auf Crusader, auf der Orison-Landestation, was wirklich sehr beeindruckend aussieht. Hier sehen wir auch schon mal einen Space Shuttle durch die Gegend fliegen. Sieht auch sehr cool aus. Das soll aber nicht alles sein. So würde das auf jeden Fall später aussehen, wenn es zum Beispiel anfängt zu, ja, wenn die Sonne runtergeht oder wenn die Sonne aufgeht. Das Farbenspiel, das ist grandios. Das gefällt mir sehr gut. CIG hat da wirklich sehr, sehr viel Mühe reingesteckt, um auf jeden Fall mit den Farben zu spielen. Mit diesen Gasfarben, sag ich mal, wenn die Sonne durchscheint, dass das einfach sehr authentisch rüberkommt und dass es einfach genial aussieht und dass wir eine volle, schöne Farbpalette haben. So sieht es zum Beispiel aus, wenn wir von oben auf die volumetrischen Wolken runtergucken. Sieht natürlich auch sensationell cool aus und jetzt seht ihr immer weiter, wie das aussieht mit den Wolken. Wie gesagt, es fängt es wirklich sehr genial. Das sieht so cool aus, die volumetrischen Wolken, wie CIG das jetzt schon reingebracht hat. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Gerade dieses Farbspektrum finde ich sehr, sehr, sehr schön, ist getroffen. Soll ja auch nicht so aussehen wie auf der Erde bei uns. Es ist ja wirklich ein Planet, Crusader, ein Gasplanet und das soll natürlich auch komplett anders aussehen und natürlich nicht so wie unsere Wolken es widerspiegeln. Und ich finde wirklich, dass CIG das wirklich sehr, sehr, sehr schön getroffen hat. Also sind wirklich sehr, sehr schöne Bilder dabei, wie ich finde. Hier kommen, haben wir zum Beispiel auch mal einen Blick aus dem Fenster. Von der Orison, sag ich mal, Landestation direkt rausgucken, sehen wir auch die volumetrischen Wolken. Da sehen wir auch wirklich, dass die einzelnen Felder, die wir haben, diese Landezone auch in den Wolken versinken kann. Finde ich schon sehr, 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 sehr schick, ihr Lieben. Also die Wolkenpracht finde ich wirklich sehr cool gelungen und hat auf jeden Fall auch eine sehr, 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 sehr schöne Tiefe, wie ich finde. Gefällt mir sehr gut. Aber könnt ihr mal gerne eure Meinung reinschreiben, das, was ihr bis jetzt schon gesehen habt. Schreibt mal gerne rein in die Kommentare. Findet ihr das cool mit den volumetrischen Wolken, wie CIG das bis jetzt gemacht hat? Oder sagt ihr, okay, gefällt mir noch nicht so gut, da müsst ihr noch ein bisschen ran. Könnt ihr mal eure ersten Eindrücke schon mal schildern. Aber guckt euch doch mal dieses Farbspektrum an. Das ist doch der Hammer. Also ich finde es genial. Wenn du denn da runterfliegst mit deinem Raumschiff und in diese Wolkendecke eintauchst, ist einfach sensationell gut. Hier sehen wir jetzt diesen Grey Cat Mining Anzug, den wir ja schon mal gesehen haben, den wir ja schon mal kaufen konnten mit dem Grey Cat Rock DS zusammen in so einem Paket oder auch einzeln hatten wir die Möglichkeit gehabt, diesen Anzug zu kaufen. Der ist dafür da, wenn wir zum Beispiel nachher später in irgendeiner Weise Mining betreiben möchten, brauchen wir natürlich den richtigen Anzug dazu. Und was ganz cool ist, den Backpack hinten, den könnt ihr auch abnehmen, das ist gar kein Thema. Der Backpack, also der Rucksack, der ist abnehmbar, da könnt ihr auch einen anderen ran machen, extra fürs Mining, fürs FPS Mining wurde der Undersuit oder die Rüstung designt, damit ihr das perfekte Werkzeug habt zum Minern, wenn man das so sagen möchte. Finde ich auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Jetzt haben wir noch ein paar kleine Eindrücke, wie es nachher drinnen aussehen wird zum Beispiel. Wenn wir nachher in die Meile gehen, wo wir nachher Sachen kaufen können, zum Beispiel auf der Orison-Landestation, haben wir noch mal ein paar kleine Einblicke, was wirklich sehr, die Farbenpracht ist sehr, sehr, sehr hoch. Die haben wirklich mit sehr viel bunten Farben gespielt. Gefällt mir persönlich sehr gut. Ich mag das ja. Ich bin ja ein farbenfroher Mensch. Finde ich sehr cool und auf jeden Fall sehr gelungen, ihr Lieben. Kommen wir noch mal weiter zu dem nächsten Point of Context, was ich euch zeigen möchte. Hier sehen wir zum Beispiel das Space Shuttle, das Shuttle, womit wir nachher von Plattform zu Plattform geflogen werden, von Crusader, wenn wir auf Crusader uns befinden, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr genial, sieht auch sehr gut aus. Hier sehen wir auch auf jeden Fall das Farbdesign wieder von Crusader, das hier wieder mit blauen, weißen
Farbdesign gespielt haben, so wie die Manufaktur das macht. Hier sehen wir auf jeden Fall das Farbdesign wieder und natürlich auch das Interieur. Sieht natürlich Crusader-mäßig sehr, sehr, sehr genial aus und passen natürlich auch zu den anderen Schiffen, wie zum Beispiel die Mercury Starrunner oder zum Beispiel die Hercules. Was ganz genial ist, wie gesagt, es gibt ja auch keinen Sitz vorne am Piloten. Es gibt nämlich gar keinen Pilotensitz, weil das Fahrzeug, das Shuttle, ist autonom unterwegs und fliegt uns autonom von Landeplattform zu Landeplattform nachher auf der Orison-Landestation. Finde ich sehr cool, dass sie daran gedacht haben, dass sie gar keinen Sitz eingebaut haben. Deswegen werden wir das Shuttle auch nicht kaufen können, weil das eh komplett autonom durch die Gegend fliegen wird und uns von Landeplatz zu Landeplatz fliegen wird. Auf jeden Fall, hier sehen wir nochmal die Anordnung der Triebwerke. Wie gesagt, Crusader-typisch sind die natürlich angebracht. Das Design finde ich richtig, richtig schick. Deswegen werden wir sie auch nicht kaufen können. Was wollen wir machen mit dem Shuttle? Wir können es ja selber noch nicht mal fliegen, weil das autonom eingestellt ist, eine KI da drin ist und die KI steuert dann nachher das Shuttle, ihr Lieben. Finde ich aber sehr cool vom Design her. Finde ich trotzdem sehr, sehr, sehr schick, ihr Lieben. Könnt ihr auch mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie findet ihr das Shuttle-Design von Crusader Orison Landestation, was uns nachher später von A nach B fliegen wird? Oder hättet ihr das Schiff vielleicht sogar gerne auch lieber gekauft? Hättet ihr das vielleicht sogar selber gerne in euren Hangar gehabt? Aber wie gesagt, können wir ja selber nicht fliegen. Gibt es ja gar keinen Pilotensitz drin. Ist natürlich schwierig mit dem Fliegen, ihr Lieben. Aber trotzdem schon sehr geil. Lass uns nochmal kurz rübergehen zu den anderen Bildern, die wir noch haben, die auch offiziell sind. Hier haben wir nochmal offizielle Bilder, zum Beispiel, das sieht schon cool aus. Hier sehen wir jetzt den Eindruck von einem Wohnbereich. Wenn wir zum Beispiel wach werden im Apartment auf der Orison Landestation, würde das so aussehen. Sieht schon auf jeden Fall sehr sweet aus und auf jeden Fall sehr warm eingerichtet. Sehr schön mit den Farben gespielt. Hier könnte ich mir das auch vorstellen, länger auszuhalten. Finde ich extrem schick, ihr Lieben. Und hier haben wir noch ein paar kleine Eindrücke, wie es denn nachts aussehen wird. Gefällt mir auch sehr, 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 sehr gut, die Bilder dazu. Das sind offizielle Bilder, das ist nichts Geleaktes, sieht aber auf jeden Fall sehr schick aus, ihr Lieben, wie ich finde. Gerade im Dunkeln sieht man wirklich das ganze Farbspektrum, sieht wirklich sau genial aus. Und gerade wenn die Nacht eingetroffen ist und das Lichterspiel von der Landestation anfängt, wie gesagt, dann sieht es extrem cool aus. Was natürlich das Problem ist, dass wir momentan noch ein paar Performance-Probleme haben. Gerade wenn es Nacht wird, wenn die Nacht anbricht, gibt es wirklich ein paar Performance-Probleme. Da arbeitet CIG nachher gerade jetzt dran, diese Probleme zu beseitigen, dass wir nachher wirklich, wenn wir auch nachher die Landestation erkunden möchten, dass wir wirklich keine starken FPS-Probleme haben, dass wir es wirklich auch genießen können. Aber da gibt es momentan ein paar Leistungsprobleme. Aber wie gesagt, da ist CIG gerade dabei, das zu optimieren, dass wir nachher wirklich ein wunderschönes Spiel haben mit einer sehr, sehr schönen Erfahrung, die wir dann nachher mitnehmen können von der Orison Landestation. So viel zu diesem Bild. Hier sind wir nochmal bei der Taurus. Ich habe ja gesagt, wir gucken mal, wir sind hier nochmal bei der Taurus. Wir wollen uns das dann nochmal ganz kurz angucken, das Loadout von der Taurus, was wir da so drin haben. Powerplant haben wir zweimal Size 2 drin. Kühler haben wir auch zweimal Size 2 drin. Schildgeneratoren auch zweimal Size 2. Das heißt, alles Medium Schildgeneratoren. Das ist so eingestellt wie zum Beispiel auch bei der normalen Constellation Andromeda. Hier haben wir die gleichen Hardpoints, die gleiche Size-Größen, alles gleich eingebaut. Dann haben wir noch den Quantum Drive drin. Das ist natürlich auch Size 2. Dann haben wir Weapons drin, 4x Size 4 gegimpelt Laser Repeater haben wir drin oder 4x Size 5 Missile Racks haben wir auch noch drin. Das heißt, wir haben tatsächlich auch Missiles Rack drin, wo wir 6x Size 2 drin haben könnten und an Raketen rein. Das heißt, Size 2 Raketen sind hier drin, der Lowout ist drin und ihr habt wirklich, wirklich reichlich Power dabei und könnt auch mit den Missiles rumspammen. Was natürlich sehr cool ist, weil ich damit gar nicht gerechnet habe, dass wir so viele Missiles noch dabei haben werden. Das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr, sehr, sehr gute Feuerpower. Gerechnet habe, dass sie überhaupt Size 2 dabei haben wird. Was ich jetzt gesehen habe, haben wir tatsächlich wohl diese Arme nicht mehr dran. Sonst hätten wir jetzt so gesehen ja auch mal die Missiles-Arme mit den Size 1 Raketen. Scheint aber nicht dran zu sein, dass wir diese seitlichen Missiles-Arms drin haben, wo wir die Size 1 Raketen-Abfeuereinrichtung drin haben. Scheint wohl nicht drin zu sein. Dann haben wir zwei Traktor-Beams drin, was auch ganz cool ist. Das ist natürlich auch geil, dass wir Traktor-Beam-Laser wohl da drin haben werden, dass wir auch irgendwas mit Traktor-Beams machen können. Dann haben, das ist der untere Turm, also im unteren Turm haben wir einen Traktor-Beam drin. Ist natürlich auch ganz geil. Der obere Turm ist zweimal Size 2, wie zum Beispiel auch bei der anderen Constellation, Size-Größe bewaffnet. Also wie gesagt, 174 SCU sind drin. Das ist die Cargo-Kapazität, die wohl drin sein wird. 174, ich hätte mit ein bisschen mehr gedacht, also ich hätte wirklich gedacht, dass ein bisschen mehr drin ist, aber 174 SCU ist schon ganz geil, ist schon nicht schlecht. Ich hätte mit 196 so Pi mal Daumen gerechnet. Wenn es so sein sollte, ist doch schon sehr, sehr, sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Könnt ihr mal eure Meinung gerne zu schreiben. Wie findet ihr die Komponentenausstattung und dass sie Size 2 Raketen dabei hat? Also die Bewaffnung finde ich grandios und dass sie sogar zwei Traktor-Beams
den Soldat drin hat, finde ich auch ganz geil, dass sie mit dem Traktorbeam auch hantieren können, wahrscheinlich um bestimmte Container aufzunehmen. Finde ich ganz geil, schreibt mal gerne auch eure Meinung rein dazu, würde mich auch mal interessieren, ihr Lieben. Dann, ihr Lieben, vielen, vielen lieben Dank, würde ich mal so sagen, fürs Zuschauen, fürs Mitmachen. Wenn ihr Lust habt, heute Abend bin ich wieder für euch live dabei. Ab spätestens 17, 18 Uhr bin ich auch wieder in Star Citizen unterwegs. Wenn ihr Bock habt, schaut gerne mal vorbei auf meinen Live-Channel bei Twitch TV Fexy. Wie gesagt, das werde ich auch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. Jetzt wünsche ich euch erstmal einen entspannten Tag. Kommt gut in den Tag rein. Wir sehen uns. Bis dann, euer Fexy. Bye, bye. Tschüss, ihr Lieben.